So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ich habe nochmal erlaubt, offscreen eben zu diesem komischen Typ hier zurückzulaufen, der eben den Gura-Tanz zu hier aufführen will. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alle Bäume zum Blühen gebracht habe. Naja, alle, die nicht besessen sind. Noch drei weitere, okay. Schön, dass das mir also sagt, wie viel ich noch brauche. Hätte ich das gewusst, hätte ich das offscreen noch vorbereiten können, aber dann müssen wir wohl jetzt mal die Bäume finden. Der ist besessen. Die blühen. Blüht, blüht, blüht. Blüht. Besessen. Das sind keine Bäume, das ist Bambus. Hallo, ich will da rüber. Toll. Dann halt nicht. Also drei weitere noch. Das sind auch keine, die ich zum Blühen bringen muss. So, wo sind denn jetzt noch die letzten drei Bäume? Na ja, hinten nicht. Hier sind wir eingebrochen. Das ist ein Besessener. Es sei denn, die beiden hinter der Brücke zählen auch dazu, falls es da Bäume gibt. Das weiß ich nicht. Müsste ich eigentlich mal schauen. Könnte ja sein. Weil das ist ja quasi dann das Adelsviertel und es kann ja sein, dass das auch dazu zählt. Aber dann würde es mich wundern, wenn es dort nur drei Bäume gibt. Aber ich nehme es einfach mal so hin, wie es kommt. Und jetzt jage ich ernsthaft diesen verdammten Tanz hinterher. Aber okay, Okami wird auf jeden Fall ein sehr langes Projekt. Das steht ja erst nach über 70 Parts sowieso schon fest. Aber ja, es gibt ständig irgendwas zu tun, das merke ich schon. Und ich wollte ja eigentlich in der Story weitermachen, aber es gibt hier so viele Nebensachen, die einfach schon auftauchen. Und ich bin ja einer, der sagt, nimm möglichst viel mit, solange es dir nicht den Spielspaß nimmt, eben solange es nicht zu nervig wird. Und ja, dementsprechend versucht es jetzt einfach mal. So, dann wären es jetzt danach noch zwei. Ja, komm zu mir. Danke. Toll. Das sind's mehr. Das sind's mehr als drei. Aber nehmen wir trotzdem mit. Eigentlich wollte ich keine Sonne machen, aber okay. War eh klar, dass das irgendwann wieder passieren würde. So. Und dich bringen wir auch zum Blühen, mein Digga. Und dich auch. Und dich auch. Wundert mich ehrlich gesagt, dass das gerade so gut funktioniert, obwohl ich keine gescheiten Kreise zeichne. Aber mir soll es recht sein. Dich auch. Und hier. Da werden uns die Witzbolde nicht durchlassen. Gut, ich könnte die einfach slow-moen, aber nee. Probieren wir mal was ganz Absurdes. Na, immerhin 2 auf einen. 3 auf einen, obwohl ich es voll daneben gezeichnet. Einen weiteren, den letzten halt.
den ich dort noch hatte, obwohl ich voll daneben gezeichnet habe, aber okay. Den haben wir auch noch. Gut. Das Glück können wir auf jeden Fall brauchen. Und ist das eine Meerjungfrau-Quelle? Ja, ich glaube, das ist so eine. Dü-dü-dü-düm. Danke. So. Ach, schau mal an. Danke. Ich kann auf jeden Fall wieder irgendwas upgraden bei der bloßen Masse, die ich gerade schon wieder zum Blühen gebracht habe. Ach! Lass mich raten, hier kann es dann die andere Stelle, wo ich noch angeln kann. Hm? Hey, Kapuzen-Klauerkopf, was machst du hier? Oh, du kommst genau richtig, um einen wichtigen Wendepunkt der Geschichte mitzuerleben. Mir ist endlich klar geworden, wie leer doch das Leben eines Schwertsammlers ist. Erst bin ich dem Spaß am Angeln erlegen. Willst du nicht mitmachen bei meiner neuen Leidenschaft? Nein. Nun, ich schätze, ihr zwei braucht eine Pause. Wahaha. Ich schätze nicht, aber ich behalte es mal im Hinterkopf, wenn ich wieder Geld brauche, dann gehe ich da mal vielleicht mal mit dem komischen Kapuzenkopf angeln. Aber momentan besteht dazu kein Interesse. Das ist, glaube ich, wirklich auch, ja, diese grünen Dinger sind also diese Meerjungfrau-Dinger quasi. Also quasi ähnlich den Eulenstatuen bei Majora's Mask, mit denen kann man halt reisen. Okay. Muss ich da ernsthaft... Ja, okay. Gut, dann... Ich hasse es, wenn die Kamera sich so dreht. Erst nimmst, gehst du geradeaus rein, bist halt noch in die Richtung mit dem Stick am Zeigen, ne? Und dann ist es so schnell geladen und du gehst erstmal direkt wieder raus, weil es plötzlich dort rausgehen ist. Das ist ein Problem, das so manches Spiel hat. Ich habe gesehen, einmal in einem Let's Play zu Monkey Island 3 war das, glaube ich. Da wurde das plötzlich auch so komisch 3D-mäßig und da war das wohl auch gerne mal ein gerne passierter Fehler, sag ich mal, dass man eben einfach plötzlich, wenn man durch von einem Ort in den anderen kommt, eben eine Kamera hat, die genau umgekehrt steht und dann erstmal direkt wieder rausgelaufen ist. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Also, nicht wirklich. Aber wo sollen denn hier noch Bäume sein, die ich blühen lassen soll? Ich verstehe es nicht. Hier sind keine Bäume mehr. Also keine, die nicht verdorben sind. Ja, der ist ja verdorben. Oder kann man das irgendwie entfluchen? Ich kann ihn zwar... Ja, richtig. Bringt nichts. Der ist nämlich auch verdorben. Die kann ich ja nicht blühen lassen. Der ist auch verdorben. In seinem... Waren da nicht auch welche vielleicht in seinem Haus? Und ich suche mich zu Tode. Weil das nur einer. Nee, das ist nur einer. Vielleicht zählt er, ja, dann würde das für mich heißen, ich muss mal in die verschiedenen Häuser gucken. Sag doch mal an. Zwei weitere? Ich rechne doch nicht mit Bäumen in Häusern, was soll das denn? Das ist unlogisch. Ich weiß... 3 Jahre an der Informatikerschule, beziehungsweise 2 Jahre und ein Praktikumsjahr in einem Betrieb. Ich bin gewohnt, logisch zu denken und das ist für mich nicht logisch. Aber okay. Nehmen wir es so hin.
und schauen in die verschiedenen Häuser rein. Die beiden da hinten waren scheinbar nur Deko. Zumindest habe ich da keinen Eingang gesehen. Kann man bei dir reinschauen? Nee, kann man nicht. Du hast auch keinen Eingang, okay. Und der da hinten vermutlich auch nicht, nee. Aber hier drüben gibt es einen Eingang. Ah, da gibt es kein... Ach so, das ist der Nebenraum. Verstehe. Der Herr schick. Ah, ganz schön schick. Das ist ja ein richtiges Puzzle. Oh, hallo, weißes Hündchen. Willst du einem alten Kriegskram Gesellschaft leisten? Ich betreibe hier ein Kimono-Geschäft, aber ich habe das Gefühl, ich muss mal frischen Wind hier reinbringen. Ich bin es langsam leid, immer dieselben Farben zu sehen. Ich war gerade dabei, mir ein neues, aufregendes Design auszudenken. Kimono-Designer Herr schick mit interessanten Augen. Das Problem ist nur, dass es schwieriger ist, als ich gehofft hatte. Bin so verzweifelt, dass ich sogar dich um Hilfe bitten möchte, Hundchen. Ja, du möchtest frischen Wind hier rein, kein Problem. Hier hast du frischen Wind. So, hat dir der frische Wind gefallen? Glaubst du, dass du mir helfen kannst, ein neues Design zu entwerfen, das in der ganzen Stadt gefragt sein wird? Schau dir einfach diesen Kimono da mal an. Ich habe herausgefunden, dass man nur durch das Draufstarren Inspiration finden kann. Ja, das wird helfen. Nur draufstarren. Es ist ganz einfach. Ja, warte mal. Jetzt mache ich hier eins, hier eins, hier eins. Und, so wollte ich es eigentlich gar nicht. Was, gütiger Himmel? Wie ist dieses Design da ganz von alleine erschienen? Vielleicht hat meine Inspiration mit dem Kimono endlich gewirkt. Wenn ein Design auf wunderbare Weise nur von Kimono anstarren erscheint, dann hat meine Inspiration vielleicht etwas Göttliches. In diesem Fall bekomme ich vielleicht etwas noch viel Besseres hin. Jetzt kommt's. Du könntest mir auch noch mit deinen Pfoten helfen, weißes Hündchen. Ja? Okay. Bist du bereit? Zieh genau den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt vor der Inspiration überquellen. Ja, natürlich. Hier ein Strich, hier ein Strich und dann nochmal hier so eine Pfote. Flup, flup, flup. Ja, zumindest so eine improvisierte Pfote und... Ja, das ist es. Hier ist es, meine Vision in all ihrem Glanz. Eine exquisite Textur, entstanden aus einer einfachen Kraft. Und ein weiteres Originaldesign, jenseits jeder Vorstellung. Vielleicht noch, es kommt. Meinetwegen. Zack. Ich mache es mal komplett so nach, wie ich es vorher vorhatte. Dann hier unten noch so ein Strichel. Irgendwie sowas war da ja vorher. Okay. Okay. Hat jetzt die Frau vielleicht irgendwas zu sagen, weil er plötzlich hier Inspiration gefunden hat? Ach, halt! Vielleicht muss ich auch den Blitz von diesem komischen Blitzgeist hinmachen. Pass mal auf. Ja. Warum nicht? So. Zack. Irgendwie so ein Blitz. Ja, okay, das war eigentlich nicht das, was ich geplant hatte. Okay, ich krieg keinen Blitz hin, ist aber auch egal. Wenn ihr wisst, was ich da genau machen muss, damit das irgendwie was bewirkt, was ich da machen muss, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Meine Vermutung war es halt der Blitz, weil da ja irgendwie dieser Blitztyp auftaucht, aber irgendwie scheint es ja nicht so ganz das zu sein, was sie haben wollen. Hier drin war kein Baum, oder? Nee. Hätte mich auch gewundert. Aber bei dem Typ da drüben ein Baum drin? Sag doch mal, war bei dir ein Baum?
Nee. Okay. Wo könnten noch ein Baum sein? Beziehungsweise zwei Bäume. Ich verstehe es nicht. Wo können denn noch Bäume sein? Bei dir drin vielleicht. Nee, aber wir haben da ihn und seinen Lehrling oder so. Na ja, toll. Boss, bitte Boss. Bestimmt ist heute der Tag, an dem sie ja sagen werden. Ich weiß, dass ich schwach bin und nutzlos bin. Darum hatte ich auch dieser, ne, er hat mich auch dieser Nebel so fertig gemacht. Aber niemand könnte versessener darauf sein zu arbeiten als ich. Bitte Boss, bitte nehmen Sie mich als euren Lehrling an. Du hoffnungsloser Träumer. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen, dass ich keine Lehrlinge annehme? Und trotzdem kommst du immer wieder und wieder nervst mich. Nun gut, ich werde dich so hart arbeiten lassen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Boss. Jawohl, Boss. Vielen Dank, dass Sie mir erlauben, Ihr Lehrling zu sein, Boss. Ich werde wirklich alles lernen, was Sie mir beibringen. Du Blödmann, wovon redest du da? Entschuldigung, Boss. Du solltest besser fit für die Arbeit morgen sein. Ich werde dich so hart arbeiten lassen, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ich werde bereit sein, Boss. Ja, okay. Also wirklich nach einem Baum sieht das nicht aus. Bidi bidi. Toll. Ich hätte gerne ein Blatt hier hin. Danke. Ach, da drüben habe ich ja die Technik gelernt. Vielleicht ist da noch ein Baum drin gewesen. Oder eben zwei. Ich weiß es nicht. Nö, sieht nicht so aus. Wo ist denn hier denn noch ein betretbares Haus, wo ein Baum drin sein könnte? Sag doch mal. Ich finde die nicht. Ich finde sie nicht, ich finde sie nicht. Und das finde ich echt blöde. Da, komm auch rein. Halt, halt, halt. Ich glaube, da war ich vorher schon mal drin und habe geschaut. Ach, der Tischler. Ich verstehe. Okay. Okay, okay, okay. Ja, toll, aber das bringt mir auch nicht wirklich was. Wieso ist da ein Blitz? Und das ist genau der Blitz, den ich drüben gemalt hatte. Genau dieser selbe komisch, seltsame, komische, bescheuerte, dumme Blitz. Ach, da ist noch ein Baum hinten dran. Dann fehlt immer noch einer irgendwo. Die Frage ist echt nur wo. Halt, der ist besessen, ne? Ja. Wo könnte denn noch ein Baum sein? Wo versteckt sich hier noch ein Baum? Wo versteckt sich hier noch ein Baum? Der ist besessen. Das ist ein Speicherspiegel, den ich auch gleich nutzen werde, wenn ich mit diesem Part fertig bin. Das wird nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen, aber ich würde gerne wenigstens den letzten Baum noch finden. Das wäre ein richtiger Baumtraum, wenn ich den finden könnte.
Ach, jetzt bin ich da, okay. Aber da war auch kein weiterer Baum mehr. Nicht, dass ich mich dran erinnern könnte. Nee, da war kein weiterer Baum. Okay. Oh. Heiliger Knochen S, sehr schön. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wo könnte noch ein Baum sein? Nee, keine Ahnung. Also, falls ihr noch irgendwie einen Baum gesehen habt, den ihr noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich hier später irgendwann zurückkommen, aber dann werde ich jetzt erstmal speichern und dann fürs Erste auch aufhören mit dieser Aufnahmesession und dann das nächste Mal eben weitermachen mit der Story und zur Sasa-Zuflucht gehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar und eine Bewertung würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es denn wieder heißt Let's Play Okami. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.